Ich habe gehört, wir machen heute was Süßes. Ja, Sebastian, heute wir machen so eine Pfannkuchen, ne? Auf Griechisch heißt die Garnites, mit Honig, mit Walnüsse. Machen wir was Leckeres, ne? Da brauchen wir Vitamine. So, liebe Freunde, jetzt fangen wir an. Zeig mal so, muss man die Teig machen. Und jetzt wisst ihr ungefähr, wie kann man so einen Teig machen. Ne? Dann fangen wir an mit dem Mehl. Da tun wir so eine halbe Kilo ungefähr Mehl. Brauchen wir jede Menge. Ne? Tun wir ein bisschen Rest raus. Da tue ich schon mal ein bisschen Salz. Halb, einen Löffel Backpulver noch, so ein bisschen Zucker. So, ja, muss man so die Mehl so mit dem Zucker, mit dem Salz, mit dem Backpulver ein bisschen so zusammen alles einmischen. Das ist viel besser. Der Wetter ist sehr schön heute, der knallt, die Sonne, ja, richtig. Haben wir ein bisschen in eine andere Ecke gelandet, ne? Das ist viel besser hier. Und jetzt tun wir die Eier. Oh, der leckere Eier, ne? So, da tun wir so drei Eier dafür. Ne, Leute. Da tun wir ein bisschen Milch noch. Alles zusammen. Muss man langsam so dann anrühren und eine Flüssigkeit bringen. Und jetzt ist auch ein bisschen Sprudelwasser auch gut dazu, da kann das gut gehen. Das ist Sprudelwasser noch. Da muss man schön langsam anrühren. So eine schöne Masse kriegen, ne? So eine. So, unser Teig ist auch fertig langsam. Schau sie mal, Leute, muss man so, hallo, ja, muss man sein. Da machen wir so eine leckere die Garnites heute. So, jetzt sind wir bereit, Leute. Dann nehmen wir so mal so ein Löffelchen und dann tun wir so mal, dann braten wir die Garnite. Muss man langsam gar nicht so heiß. Das, dann wird das so schnell verbrannt. Am besten niedrige Temperatur, nicht so hoch. Bei Tiganite muss man auch so reichlich Öl sein, dass diese Tiganite muss man in der Öl so schwimmen und so, ne? Jetzt, da muss man umdrehen. Schau schon mal, Sebastian, guck mal, was haben wir gemacht. Das sieht hervorragend aus. Lecker Tiganite, ja, machen wir wieder heute, ne? Schöne Farbe, ja. Ist auch so hochgekommen, luftiger, schöner. Mann, dauert ein bisschen jetzt. Ja, so eine luftige Tiganite haben wir so. Ja, jetzt ist unsere Tiganite so fertig, muss man rausholen. Tun wir so mein Tuchpapier, so eine Küchenrolle. Oh, lecker, Leute, gucken Sie mal, was haben wir gemacht. So, haben wir geschafft, unsere Tiganite so fertig. Und jetzt tun wir auf die Seite, da mache ich meine Walnüsse, muss man hacken, ein bisschen Arbeit auf bereit ist. Und dann zeige ich es nochmal. Da bin ich dran, ne? Da genießen wir heute was Besonderes, ne? So, jetzt muss man die Walnüsse ein bisschen hacken. Ein bisschen Walnüsse, für unsere Walnüsse, ne? Bio-Walnüsse. Da muss man ein bisschen so drücken. So, jetzt muss man wieder schneiden. Ne, muss man wieder arbeiten. So, glaube ich, das reicht so. Nicht so ganz so Pulver machen, so ein bisschen hacken. Ein bisschen größeres Stück ist nicht so schlimm. Da haben wir was zu beißen. So, wir richten eine Hand so unsere Tiganites. Dann stapfen wir so drauf, dann tun wir so. Der Honig drauf. Oh, unser goldener Honig, ne?
So, tu mal ganz. Oh, da läuft er runter jetzt. Guck mal. Guck mal, Leute. Ja, da tun wir schon mal noch mal ein bisschen drauf. Nehmen wir Honig, Vitamine. Da tun wir die Walnüsse noch. Machen wir schöne. Ja, die Walnüsse sind bei dir aus dem Garten, richtig? Ja, genau, ja, das ist Bio-Walnüsse. Das ist so lecker. Da tue ich auch ein bisschen Sesam drauf. Und dann tue mal ein bisschen, Frucht drauf. Naja, die Bombere jetzt. Da kriegen wir langsam so unsere Bombere, da wachsen schon jetzt. Ist das zu früh, liebe Leute? Ich zeige euch meine Bombere. Ich habe so eine Wildbombere. Und jetzt muss man probieren, was haben wir gemacht wieder? Ne, das ist die Probierzeit, immer schön. Die beste Moment, ne? Mal zu probieren, dann nehmen wir so ein Stückchen. Da tun wir so auch so eine. Oh. So Leute, das ist wieder ein Geschmack mit dem Honig, mit den Walnüssen, mit Sesam, mit den Bomben, mit den Tiganiten. Diese Kombination ist der Wahnsinn. Jetzt haben wir Energie für den ganzen Tag jetzt mit diesem Honig, mit den Walnüssen. Vitamine, Omega 3, ne, die machen uns den Korb, kommst du mal hoch. Abonnieren Sie mal bitte, kommentieren Sie uns, ne? Yassas, Kalisas Mera. So, Filimu, bitteschön. Oriste, Yassas, Kalisas Mera.